Herr Dr. Trilling, Sie sind in der Geschäftsleitung von Basilea. Was erwarten Sie sich von dem heutigen Abend? Wir freuen uns, zum dritten Mal in Folge hier sein zu dürfen. Und es wird sicherlich wieder ein sehr schöner Abend werden, eine stimmungsvolle Gala und eine schöne Preisverleihung. Welche Bedeutung hat denn die Auszeichnung mit der Goldenen Tablette für Ihr Unternehmen? Eine sehr große Bedeutung, und zwar eigentlich aus drei Gründen. Zum einen macht der Preis uns natürlich wahnsinnig stolz, alle Basilianer in Deutschland. Denn es ist schön zu sehen, dass wir das dritte Jahr in Folge und damit seit Bestehen unseres Unternehmens von den Kunden zum besten Pharmaunternehmen in der Dermatologie gewählt worden sind. Zum Zweiten ist es eine direkte Rückmeldung unserer Kunden und das bedeutet uns sehr, sehr viel, ist das beste Feedback, was man als Unternehmen bekommen kann. Gut, und zum Dritten bedeutet uns es viel, weil wir diesen schönen Abend dann wieder mit dem Team gemeinsam, die zu dieser Leistung, zu diesem Preis beigetragen haben, genießen dürfen. Wie denken Sie darüber, dass Pharmaunternehmen und Medikamente laufend durch Anwender bewertet werden? Das ist für meine Begriffe die wichtigste Rückmeldung überhaupt. Natürlich hinterfragen wir uns selber kontinuierlich, kritisch. Wir lassen uns auch von externen Organisationen bewerten. Zum Beispiel haben wir in diesem Jahr an der Top-Job-Initiative teilgenommen und haben uns von der Universität St. Gallen bewerten lassen. Sind erfreulicherweise zum zweitbesten Arbeitgeber Deutschlands gewählt worden im Jahr 2011 und das branchenübergreifend. Aber letztlich so der wichtigste Kompass für uns, ob das, was wir tun und wie wir es tun, ob das gut und richtig ist, ist eigentlich immer die Rückmeldung der Kunden. Wenn wir die Bedürfnisse der Kunden verstehen, wenn wir sie adäquat bedienen, dann werden wir erfolgreich sein. Und dieser Kompass, diese Rückmeldung ist eigentlich die goldene Tablette für uns. Welche Bedeutung hat denn der Gewinn der goldenen Tablette in Bezug auf Nachhaltigkeit für Sie? Das ist ein bisschen die Frage, wie man Nachhaltigkeit definiert. Also ich kenne das so als die gängige Definition, als Erhalt eines Systems zum Wohle künftiger Generationen. Und in der Hinsicht spornt uns die positive Rückmeldung der Kunden natürlich an, auch in Zukunft wichtige, innovative Präparate zu entwickeln und die den Patienten heute, aber auch in Zukunft zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus ist so ein Preis und auch so das mediale Interesse, dass dieser Preis hervorruft, ist auch eine schöne Möglichkeit, dass wir uns vielleicht als Unternehmen nachhaltig in den Köpfen sowohl der Teilnehmer hier als auch der Kunden und vielleicht sogar noch darüber hinaus verankern können. Was macht Basilea anders als andere Pharmaunternehmen? Das ist eine gute Frage, die ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich die anderen nicht ganz so gut kenne. Ich kann Ihnen aber sagen, was uns auszeichnet. Und der erste und sicherlich wichtigste Punkt ist die Personalauswahl. Wir haben von Anfang an gesagt, wir möchten nur die besten Leute an Bord holen. Mitarbeiter, die intrinsisch motiviert sind, die Erfolg hatten in der Vergangenheit und damit wahrscheinlich auch in Zukunft erfolgreich sein werden und die zu 100% zu uns passen. Wenn man dann so gute Mitarbeiter gewonnen hat, dann ist die Möglichkeit da, dass diese Mitarbeiter sich bei Basilea selber einbringen, dass sie ihre Persönlichkeit, ihre Kreativität zum Wohle des Unternehmens einsetzen und wirklich mitbewegen und mitgestalten können. Und Sie werden es wahrscheinlich von anderen Situationen auch kennen, das setzt enorme Energien frei. Das ist sicherlich ein zweiter ganz wichtiger Punkt. Und der dritte Punkt aus meiner Sicht ist, dass wir sehr kundenorientiert sind und zum Teil sicherlich auch etwas neue, vielleicht manchmal etwas schräge Wege gehen. Also beispielsweise kommt es häufiger vor, dass wir abends bei wissenschaftlichen Veranstaltungen mal selbstgedichtete Lieder singen, die zum Thema passen und die wissenschaftliche Seite nochmal von anderer Seite beleuchten. Und dieser Mix aus professioneller Arbeit und vielleicht auch ein bisschen Verrücktheit, die scheint bei den Kunden ganz gut anzukommen. Herr Dr. Trilling, vielen Dank für das Interview. Danke auch.